Weg mit dem. Ich brauche mehr Hausmeister. Ich brauche hier mehr Techniker, glaube ich. Star Wheel, okay. Gears of 4. Mhm. Informationskiosk. Perfekt. Ja gut, ich lerne es halt. Einfach nur, dass wir alles gelernt haben. Hoffe ich. So, Personal. Ja, die machen sowas. Ich hole da mal noch ein paar. So, dann müssen wir hier natürlich wieder die Arbeitspläne bzw. den Arbeitsplan verbessern. Immer noch unterbewertet. Mhm. So. Dann müssen wir hier noch zuweisen. Wenn ich jetzt noch einmal eine umgetretene Mülltonne sehe, dann raste ich aus. So, immerhin machen wir wieder 3000 plus am Ende des Monats. Nice. Da haben wir ja zumindest zwei Drittel oder so. So, was ist hier los? Warum, ja, wollen sie alle... Die macht Minus. Die sollte Plus machen. Die soll nur Plus machen. Ist sie nicht krass genug? Ich meine, die hat fast 5 Spaß. Parklautsprecher. Ich will jetzt hier überall Musik hören. Aus Prinzip. Und wir, das bringt nichts. Ah, jetzt sind wir immer noch unterbewertet. Cool. Prestige. 640. Das ist ja an sich nicht schlecht. Aber warum haben wir so wenig Gäste? Hm. 2 Minuten Wartezeit, immer noch Minus. Und definitiv eigentlich auch immer noch zu günstig. Was? $200. Also ich würde auch nicht unbedingt $200 zahlen. Wobei, wenn du am Tag auch nur einen Gast hast, der das zahlt, würde sich das ja rein theoretisch, würde sich das ja lohnen. Ich brauche mehr Leute. Noch mehr Spezialeffekte. So, der Drache mag's heiß. Generell mögen Drachen es sehr gerne heiß. Hoffentlich fackelt die Palme nicht ab. So, ändert das jetzt hier was am Prestige? Naja, marginal. Vielleicht, wenn ich das als Auslöser mache. So. Das hier. Das hier. Das hier und das hier. Ist das jetzt cool? Freuen die sich jetzt? Na, naja. Hm.
Ach cool. Dann ist es nicht mehr so angesagt. Perfekt. Ich habe mir Mühe gegeben mit dem Kackteil. Ehrlich jetzt. Also, naja. Zumindest ein bisschen. Die müssen einfach viel mehr damit fahren. Und ich brauche definitiv Achterbahnpläne. Ja, genau, ist jetzt nicht mehr neu. So, welches Fahrgeschäft ist jetzt schon wieder kaputt? Was geht hier ab? So grundsätzlich, die Leute wollen damit fahren. Ach stimmt ja, jetzt können wir die Premium-Eingänge noch machen. Ich hoffe, ich bekomme da ein bisschen mehr Kohle. So. Premium Pass. Der ist teuer. Ah, 30, okay. So, das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich zumindest für die Achterbahn mal überall so einen Premium-Eingang. Wo waren das nochmal? Ich habe einen Infostand. Ich habe hier einen Infostand. Was soll denn das? Das Ding macht auch Minus. Warum? Was kostet denn hier so viel? Potenzielle monatliche Einnahmen sind eigentlich im Plus. Also war letzten Monat. Na, okay. Ich würde dem grundsätzlich gerne einen Premium-Pass Zeug geben, aber der will ja nicht. Du brauchst einen Infostand. Hab ich doch. So, Premium Pass Eingang. Könnte schwierig werden. Ich habe, glaube ich, gar keinen Platz. Der Warteschlangenentwurf wäre ungültig. Was soll denn das? Okay, ich habe hier keinen Platz dafür. Habe ich irgendwo vielleicht ein bisschen Platz? Bei der könnte ich das auch eigentlich machen, oder? Okay, ich glaube, ich habe das hier falsch interpretiert. So. Dafür dürfen die bis hier vor. Das mache ich mal kürzer. Sollen sie um den Stein rumlaufen? Nicht mein Problem. So, dann hat das Teil einen Premium Pass. Machen wir hier auch.
So, Premium Pass Eingang machen wir hier. Und die dürfen sich auch bis fast ganz vormogeln. Zumindest ein ganzes Stück. Können sie abkürzen. Wenn sie ordentlich bezahlt haben. Sag mal, verbindet ihr euch mal bitte? Pro nur wegen der Palme. Ich nehme die Palme mal weg. Sieht ja eh beschissen aus. So, dann gibt es hier einen Premium Pass, auch wenn sowieso niemand mehr mit der Achterbahn hier fährt. Aber warum? 2%, ich will damit fahren. Der Rest denkt sich so, Digga, keinen Bock. Ist auch blöd. Zu teuer ist es ja eigentlich auch nicht. Super, jetzt fährt sie leer. Ich krieg das mit dem monatlichen Profit so niemals hin. Gefühlt. So, hier können wir auch nochmal. So, Premium Pass Eingang. Premium Pass Ausgang. Hallo? Jetzt sag bloß, es geht nicht, weil da eine Steigung ist. Och, komm schon. Geht halt wirklich nicht. Ja, dann wird es für die hier leider keinen Premium Pass geben. Traurig, aber wahr. Es sei denn... Komm, ich mach das hier mal komplett weg kurz. Dann setze ich da hinten an. Dann mach mal hier bloß ein bisschen eine Treppe oder so. Könntet ihr euch jetzt bitte einfach verbinden? Was soll das denn? Ah, cool, jetzt ist hier der ganze Weg weg. Das habe ich gewollt. So und kein bisschen anders. Aber schön, dass die vollen Mülleimer jetzt noch weiterhin dastehen. So. Ach komm jetzt. Ich dreh durch hier. So. Hier verbinden. Hier würde ich gerne die Warteschlange. Also dafür muss das weg.
So, kann ich jetzt hier ein Premium Pass Dingens Bummens irgendwie einbauen? Bitte. So, Premium Pass Eingang. Premium Pass Ausgang. So, dann kommen sie zumindest ein Stückchen weiter vor. So. Warum ist das rot? Weil das Ding schon wieder kaputt ist. Warum sind diese Bahnen immer kaputt? Warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Die wird doch kaum benutzt. Langsam werde ich sehr traurig. Alle Bahnen haben jetzt einen Premium-Pass-Eingang. Ich schätze mal, den wird aber niemand kaufen. Also, ich würde ihn nicht kaufen. So, hier. Wo stand denn das? Zufriedenheit 59. Ist halt nicht so krass. Toilette minus 28. Ich habe so viele Toiletten da. Ohne Spaß. Übelkeit 88%. Ist im grünen Bereich anscheinend. Klar. So, die nächste Achterbahn, die ich nicht baue. Oder Conny Express. So viel kann ich gar nicht forschen. Ich erforsche einfach alles. So, Animateure sind noch da. Hausmeister sind auch noch da. Wir sollen auch ordentlich was verdienen. Ja, zumindest ein bisschen. So, hier den Verkäufer. Techniker. Wenn sie mal ordentlich arbeiten würden. Und ich glaube, bei der Gastanzahl, wir brauchen auch einfach noch mehr Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst. Bitte nach Arbeitsplan. Ich glaube, ich gebe das auf. Das wird alles nichts. Keine Chance. Du kannst hier nicht monatlich 6.000 Dollar machen. Das funktioniert nicht. Ich müsste vermutlich nochmal komplett von vorne anfangen. Und ich bin ehrlich, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Sagen die mir eigentlich auch, ob der Pass hier zu teuer ist? Übersicht. So viel ist mir der Premium Pass nicht wert. Premium-Pässe sind was für Trottel. Habt ihr recht. Das stimmt allerdings. 15 ist doch in Ordnung, oder? Kauft euch Premium-Pässe. Premium-Pässe. Kauft er sich einen? Und gestern im letzten Monat 13. Profit im letzten Monat minus 8 Dollar. Nice. Ich hätte echt gern, dass hier sich mehr Leute einen Premium Pass holen. Und zwar viel mehr. Personal Madeleine Lilly. Beworbene Ziele festlegen. Ja, das hier. Das hier. Dann. Haben wir hier. Muss ich noch machen.
So. So. Ich glaube, das war's. Gut. Finden die Leute das jetzt geiler? Warum? Warum flackert das? Kann das nicht einfach mal ganz normal alles funktionieren, wie es soll? Alter, ich habe mich gerade vor diesem Dino erschreckt. Na, musst du aufs Klo? Oder geht da hier wieder mein Personal auf den Sack? Die mögen den schon sehr, aber niemand kauft sich einen verfluchten Premium-Pass. Warum? Diesen Monat mit Ausruhen verbrachte Zeit 100%. Nice Job, Alter. Falls Sie noch Leute suchen, na, ich wäre offen für alles. Langsam. Weißt du was? Komm. Ich bin kein Arschloch. Ich bin Freund von Familien. Das muss nicht so teuer sein. So lange sind die Schlangen ja sowieso nicht. Hier müsste ich aber noch den Premium-Eingang machen. So. Die werden sich gleich denken, oh, hätte ich mal lieber den Premium-Pass abgeschlossen. Kriege ich den hier noch irgendwo unter? Ja, hier. Ich hoffe, ich komme an dem ganzen Scheiß hier vorbei. So. Durch die Palme durch. Ich sehe hier nichts. Dann hier. Gut, können sie nutzen. Wenn sie wollen. Und ich meine, da war ja auch ein bisschen was los, ne? So, wie schaut es hier mit dem Prestige aus? Ja. Geht so. Nutzen denn überhaupt Leute wirklich einen Premium-Pass? Minus 4000 im Monat. Geil. Also ich glaube, nächste Woche werden wir hier einfach den Park nochmal von vorne anfangen, weil ich will den schon... Alle Missionen. Ich weiß jetzt auch, ich muss sehr gut auf den Platz achten. So, wie viel Umsatz haben wir jetzt? Minus 270. Das ist krass. So. Ich würde aber jetzt trotzdem sagen, ich speichere mal. Und wir kommen jetzt mal zu einem Ende. Warte, speichern, bevor ich das vergesse. Ja, ja. Kannst du einfach überschreiben, das ist gar kein Thema. Natürlich. Und dann mache ich euch, beziehungsweise dann verabschiede ich mich erstmal von den Leuten, die das dann irgendwann später auf YouTube schauen. Ja. Ne, das war's dann für YouTube.